Servus Outlaws, in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr von Tieren perfekte Felle bekommt. Verschiedene Faktoren spielen bei der Fellqualität eine Rolle. Ich zeige euch, welche das sind, sodass ihr zum perfekten Jäger werdet. Bleibt dran, es lohnt sich. Wie ihr wahrscheinlich schon bemerkt habt, wird die Fellqualität in Sternen bewertet. Ihr wollt immer 3 Sterne haben, denn dann ist das Fell perfekt und ihr könnt Ausrüstung beim Trapper oder beim Koch im Lager herstellen. 2 verschiedene Faktoren bestimmen die Qualität des Fells. Der erste, ob ihr das Fell bei der Jagd beschädigt habt. Seid ihr zum Beispiel mit der Schrotflinte auf der Jagd, was extrem viel Spaß macht, bekommt ihr sehr selten oder nie perfekte Felle, denn das Fell wird durch die vielen Kugeln beschädigt und bekommt deswegen nur 1 bis 2 Sterne. Um 3 Sterne zu bekommen, solltet ihr eine Waffe wählen, die einen einzelnen, sehr starken Schuss abgibt. Bogen geht gut bei nicht gepanzerten Tieren, bei Alligatoren oder Bisons sollte man ein Scharfschützengewehr nehmen. Der Schuss sollte in den Kopf gehen, Nacken oder in die Beine, um das Fell nicht zu beschädigen. Am leichtesten ist natürlich der Kopftreffer. Bestimmte Tiere könnt ihr mit der X-Taste auch rufen. So ist der Kopf dann leicht zu treffen, denn sie heben ihn nach oben und schauen nach dem Geräusch. Falls ihr so welche Videos nicht verpassen möchtet, könnt ihr mich gerne abonnieren, dann seid ihr immer perfekt informiert. Bei kleinen Tieren wie Hasen, Waschbären, Ratten und so weiter solltet ihr mit Kleintierpfeilen auf sie schießen. So wird das Fell nicht zerstört oder nicht beschädigt und ihr bekommt ebenfalls 3 Sterne. Die Pfeile könnt ihr wie folgt herstellen. Die beste Möglichkeit, um schnell Kleinwildpfeile herzustellen, ist, wenn wir das Lager aufrufen. Ihr müsst an eine Feuerstelle, dort könnt ihr es machen und am nächsten ist eben immer das Lager, man kann es fast überall aufbauen. In der Nähe von der Stadt geht nicht, aber ihr seid ja meistens auch in der Pampa unterwegs. Wenn ihr dann am Lagerfeuer sitzt, seht ihr auch rechts Herstellen und Kochen bei mir mit der X-Taste. Das werde ich jetzt machen. Dann gehen wir auf die dritte Seite, Munitionen, hier relativ weit nach unten und hier seht ihr auch Pfeile Kleinwild und die Pfeile sind dafür da, dass diese Felle der Kleinwildtiere nicht zerstört werden. Wir brauchen eine Schwungfeder, Pfeile und Flintenmunition und dann könnt ihr diese Pfeile herstellen. Ich mache das jetzt mal ganz kurz. So, da seht ihr es jetzt, das geht auch relativ schnell, man kann da immer wieder die A-Taste drücken, dann stelle ich jetzt hier verschiedene Pfeile her. Jetzt müsst ihr dann natürlich auch noch mit dem Bogen ausrüsten, das zeige ich euch ganz kurz, ich gehe mal hier raus, packen wir das Lager schnell zusammen. So, ich gehe zum Pferd rüber, nehme natürlich den Bogen raus, den haben wir hier. Und wenn ihr jetzt auf dem Bogen seid, könnt ihr noch mit dem Steuerkreuz unten die Munitionsarten durchwechseln, das seht ihr jetzt bei mir. Und zwar habe ich aktuell nur 2 Pfeilarten, einmal den normalen Pfeil und einmal den Kleinwildpfeil. Der ist vom Schaden weniger, wie ihr oben seht. Es geht nämlich runter und dadurch werden diese Felle nicht zerstört. Das Schwierige an den Kleinwildtieren ist, dass man sie selbst mit diesem Pfeil auf einen Schuss töten muss. Ihr müsst eine kritische Stelle treffen, am besten auch hier wieder in den Kopf. Der Pfeil dringt nicht so weit ein und dann ist das Fell nicht zerstört. Wenn ihr dieses Tier irgendwo am Fell trefft, ist es direkt von den 3 Sternen auf 1 runter. Das war jetzt der erste Faktor. Ihr wisst, immer in den Kopf schießen. Der zweite hängt vom Alter des Tieres ab. Ihr habt richtig gehört, die Tiere können altern. Wie könnt ihr jetzt das Alter feststellen? Ganz easy, ihr müsst die Tiere als allererstes untersuchen. Wenn ihr an einem Tier dicht genug dran seid oder mit dem Waffenzoom-Fernglas sie anschaut, könnt ihr sie untersuchen, bei mir mit der RB-Taste. Das dauert auch ein bisschen und das Tier muss in dieser Zeit ruhig stehen. Sobald ihr die Tierart einmal untersucht habt, wird euch unten rechts in der Ecke das Tier oder ja von die Qualität des Tieres, des Fells angezeigt, in Sternen wieder. Wenn ihr seht, dass das Fell schon zu Beginn 1 oder 2 Sterne nur hat oder das Tier, dann braucht ihr es gar nicht jagen, denn ihr werdet niemals das Fell mit 3 Sternen looten. Bei Pflanzenfresser ist das Ganze jetzt nicht so schlimm wie bei Rehen oder bei anderen kleinen Tieren, denn man findet sie haufenweise und da ist immer eins dabei mit 3 Sternen. Schlimmer wird es, wenn man einen Jaguar oder einen Wolf oder noch seltenere Tiere haben möchte mit 3 Sternen. Da kann es sein, dass ihr schon wirklich lange unterwegs seid, bis ihr überhaupt mal ein Tier findet, das 3 Sterne hat und dann müsst ihr es auch noch perfekt töten mit einem Kopftreffer. Als Tipp von mir, wenn ihr ein perfektes Fell habt, könnt ihr es beim Trapper oder beim Campkoch lagern, bis ihr für die Ausrüstung alles zusammen habt. Beim Campkoch einfach die Sachen spenden und erhebt sie für euch auf. Beim Trapper könnt ihr sie einfach verkaufen und wenn ihr danach dann auf Herstellen oder auf Kaufen geht, seht ihr dann hier, das seht ihr jetzt auch bei mir, sind die Sachen gelagert, die einzelnen Felle, die sind dann nicht einfach weg. Sobald ihr ein Tier mit 3 Sternen findet, jagt es und gebt das Fell dann beim Trapper oder beim
bei eurem Lagerkoch ab und das spart euch später Zeit, denn wenn ihr später was herstellen möchtet, kann es vielleicht schon sein, dass ihr alles gesammelt habt. Das war soweit von mir. Ich hoffe, das Video hat euch geholfen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über Daumen freuen. Wer mehr sehen will, kann gerne auf meinem Kanal vorbeischauen. Da findet ihr alles rund um Red Dead Redemption 2. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zocken. Ich bin weg. Ciao. Haut rein.